Von Neapel nehmen wir ein Schiff. Nach 11 Stunden sehen wir den einzig immer tätigen Vulkan von Europa. Barische oder Äolische Inseln sind eine Inselgruppe, die 30 bis 80 Kilometer von Sizilien entfernt liegt. Am bekanntesten ist die Insel Stromboli mit dem gleichnamigen 926 Meter hohen tätigen Vulkan. Unterhalb vom Vulkan liegt der Ort Stromboli mit 450 Einwohnern. Trinkwasser wird von einem riesigen Tanker von Neapel auf die Insel transportiert. Thank you.
wunderschöne grosse Hibiskus- und Regenblume blüht in den Gärten. Mindestens einen ganzen Monat muss man die Trauben an der Sonne trocknen. Ein kleiner Vorrat von Trockenfrüchten für den Winter. Granatäpfel werden bis 12 cm gross. Die wilden Granatbäume sind dornig. Die Äpfel haben einen süß-bitteren Geschmack, haben viele Kerne und sind sehr saftig. Ein kleiner Eukalyptusbaum. Über 500 Arten gibt es von dem Myrtengewächs. Die kleinen, vielfarbigen Bougainvillen zieren die Häuserwände und die Mauern. Anderthalb Kilometer von der Küste ragt die steile Basaltklippe Strombolicchio 56 Meter hoch aus dem Meer. Was ist das? Das sind Kapernsträucher. Die wachsen hier wild. Überall sieht man sättige Sträucher. Und im Frühling werden die erbsengrossen Blumenknospen von den Frauen pflückt.
Das gibt einen kleinen Nebenverdienst. Man lässt die Blumenknospen im Schatten trocknen und legt sie im gesalzenen Essig ein. Um den Stromboli zu besteigen, braucht man 3 Stunden. Wir haben dort oben auf dem schön warmen Boden geschlafen. Alle 5 bis 20 Minuten ist ein grösserer oder kleinerer Ausbruch aus einem von diesen 4 Kratern.